Ja, wo geht's denn lang hier? Ich glaube, da müssen wir irgendwie woanders hin. Es zeigt auf jeden Fall einen Pfeil nach oben. Geht's hier weiter? Nein. Das ist so eine kleine Ecke. Hätte ja sein können. Von der Karte sieht es ein bisschen so aus. Da müssen wir mal ein bisschen rumgehen. Das nutzt ja alles nichts. Ja, lodert das Feuer. Und irgendwelche Geräusche kommen hier. Kann ich rein? Ja. Wichtige Seelen, die aus Velen geflohen sind. Es ist wirklich eine ziemlich verzwickte und verdingste Stadt hier. Irgendwie komme ich aber hier nie rein. Lass uns leben, ja? Und ich muss hier rein. Kann ich das jetzt nicht aufschließen? Nein. Ist alles wirklich abgeschlossen. Ich weiß nicht, wen du suchst. Naja, mit Gewalt will ich ja hier auch nicht rein. Also ich sehe hier auch keine Leiter. Aber hier rein konnte man schon mal. Das war schon mal sehr gut. Ja, oder vielleicht sehe ich jetzt wieder hier den Eingang nicht. Verflucht! Oh, ouch. Öffnen. Verschlossen. Super. Wieso steht da nicht abgeschlossen? Mutant, in den Kerker. Da gehörst du hin. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wo wir eigentlich hin müssen. Ich würde jetzt gerne Besuche Triss in ihrem Haus erfüllen. Aber wo geht's denn rein? Platz des Hierarchen. Hier haben wir jetzt eine neue Markierung. Ist alles abgeschlossen? Das ist ja ein Ding. Wow. Ja, das ist nicht schön. Da müssen wir mal gucken jetzt. Wir gehen jetzt mal hier rum. Weil jetzt zeigt plötzlich die Markierung einen Weg lang. Also vorne, würde ich sagen, jetzt hat es das nicht angezeigt. Ach, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Jetzt geht's weiter. Okay, haben wir ein bisschen rumgeirrt. Und jetzt genießen wir weiter die Hauptstory von The Witcher 3. Wow. Also ich bin kein Hexer. Dass die mich ja auch noch verbrennen. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und leuchtet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, leuchte. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschatterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte. Götter, seht, ein Doppler. Was, ein Doppler? Was ist das denn? Welches Schicksal ereilt? Was ist ein Doppler? Hab ich hier nicht aufgepasst? Wir haben ja neue Charaktereinträge hier. Und immer noch heißt es, besuche Triss in ihrem Haus. Wir haben das ja noch nicht losgetreten. Hier sehen wir aber auch gerade ein Anschlagbrett, wo wir hier neue Aufgaben kriegen. Das würde ich jetzt auch nochmal schnell machen. Weil dann können wir auch... ja, dann haben wir auch mehr neue Aufträge im Petto. Angesichts der ständigen Streitereien, die unserem Marktstandbesitz von ihren vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Okay, das interessiert uns nicht. Also falls euch das ein bisschen interessiert hier, dann bitte das Video anhalten. Ich gehe ja das schnell jetzt alles durch. Hier sehe ich lauter Aufträge und Faustkampf. Ich bin gespannt, was jetzt gleich hier noch kommt. Ja, neuen Auftrag, Spukhaus.
da haben wir einige. Ein flüchtiger Dieb haben wir zum einen. Türen werden zugeschlagen. Ist der zweite Auftrag, den wir jetzt bekommen haben. Und fliegende Fäuste, Novigrad, haben wir auch bekommen. Also das ist eine Schlägermission und auf der Fährte. Also allerhand. Ihr könnt ja mittlerweile hier ein bisschen zuhören. So. Oh, das war die falsche Taste. Wir schauen uns das jetzt nochmal hier kurz an in den Quests. Der zarte Hauch des Bösen sehe ich hier. Wow, Stufe 32. Aber das ist ja von der Erweiterung Expansionspack. Ihr seht es ja, Hearts of Stone. Das machen wir mal später. Also hier haben wir jetzt wirklich einige Nebenquests. Aber wie ihr sehen könnt, die sind alle so von der Stufe so barbarisch hoch. Da kann ich nichts machen. Also da muss ich ja wirklich um einiges noch stärker werden. Aber wir wollen jetzt endlich die Hauptquest machen. Menschenskinder. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie an die Hauptquest zu kommen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir besuchen Triss. Hey, schieb ab. Wir plündern hier. So, also wir plündern hier, das klingt ja schon mal nicht nett. Ja, dann sag ich nicht, lasst uns reden, sondern verschwindet. Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei. Sowas glaubt, er kann uns einschüchtern. Drei. Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Junge! Oh, was jetzt? Ich wollte jetzt... Ganz ruhig. Wir teilen die Beute. Hier ist genug für alle. Ich bin kein. Ich habe das Schwert rausgezogen. Ich suche die Zauberin, die hier gewohnt hat. Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Warum versteckt sie sich? Vor wem versteckt sie sich? Die Tempelwache greift durch. Alle Magier sind vogelfrei. Sie machen sie nieder wie Ratten. Also, aber das, nur nochmal kurz darauf zurückzukommen, bevor es hier weitergeht. Also, ich fand das jetzt echt witzig, ne? Ich habe jetzt kurz mal einen Faustschlag gemacht und dann habe ich die Waffe rausgezogen. Und plötzlich hieß es so nach dem Motto, bitte töt uns nicht. Weil das Spiel denkt ja, man könnte es ja mit einem Hieb, könnte man die ja hier kalt machen vielleicht. Da hat es lieber wahrscheinlich dann abgebrochen. Wer könnte es wissen? Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Liebreizender Name. Stinkende Hecke. Interessanter Name. Ein Hort des Abschaums und der Sonderlinge. Kein ehrbarer Mensch würde sich dort herumtreiben. Und darum soll ich gerade da nach meiner Freundin suchen? War nicht so gemeint. Wo ist die stinkende Hecke? Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme. Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aber pass bloß auf, nicht mal Menge wagt sich dorthin. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit dem Diebesgewürm. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Schön gespawnt jetzt gerade. Habt ihr das gesehen? Da müsst ihr nochmal zurückspulen. Ja,
Das sind die kleinen Bugs hier, die dauerhaft da sind in The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wusstest du, dass Fledermäuse Motten meilenweit wittern können? Mit kleinen Tieren kenne ich mich nicht aus. Sie riechen sie nicht, sie hören sie. Was willst du? Sie riechen sie das nicht, sie hören sie. Das hat nichts mit ihrem Geruchssinn zu tun. Es geht um ihr Gehör. Sieh an, du kennst dich gut aus. Ich dachte, du interessierst dich nur für Monster. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Also, wir machen es jetzt offiziell. Ich bin wirklich jetzt in Novigrad. Also, das da oben ist Novigrad. Ich habe mich dir die ganze Zeit in vielen Videos gefragt, wo ist Novigrad? Das hier ist wirklich Novigrad. Also, stand jetzt schon ein paar Mal fest, aber jetzt ist jetzt das offizielle Siegel, das ist Novigrad. So, ich habe nichts getan. Für wen denn sonst? Ja, für wen denn sonst? Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Arschloch. Ganz einfach. Mein Gott. Will ja jemand hier den Starken markieren? Ja, apropos markieren, was ist denn hier überhaupt geschrieben? Naja, egal. Charaktereintrag aktualisiert. Ja, aber es geht noch weiter. Wir sind noch längst nicht fertig hier in der Mission Scheiterhaufen in Novigrad. Wir haben zwar schon Scheiterhaufen gesehen, da sind auch wirklich schon Menschen verbrannt. Aber an sich, ja, falls ihr das durchlesen wollt, bitte Video anhalten. Ich wollte jetzt mal ein bisschen gucken gehen, ob wir hier noch was finden. Eventuell. Sowas wie, ja, Leute, der Obst. Wurzeln, ist Triss jetzt Heilerin? Ja, vielleicht ist es, vielleicht wohnt es hier gar nicht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ach, was ist das? Mein Arm mit einem Vampir, das klingt doch liebreizend. Könnt ihr auch durchlesen, wenn ihr wollt. So, was haben wir hier noch? Ah, eine Bürste. Bürste. So eine habe ich nur Triss benutzen sehen. Ja, ich wollte jetzt zwar nicht hier die Gegend untersuchen, aber wenn wir hier gerade drin sind, dann machen wir das auch. Gibt es noch ein Stockwerk? Da könnten wir auch mal hochgehen. Gab es überhaupt mal jemals ein Haus mit einem höheren Stockwerk? Mir fällt gerade keins ein. Auf jeden Fall interessant hier. Amulette, die Magie abgeben, müssen Triss gehören, wegen ihrer Trankallergie. Trankallergie, ei Gott. So, noch ein Buch. Mein Gott, habt ihr ja viel zu lesen, wenn ihr das Video anhaltet. Ich lese davon nichts. Selbstverständlich. Würde ich hier noch wahrscheinlich 400, 500 Stunden spielen. Weil ich ja alles vorlesen müsste. Ach, Knödel, endlich. Endlich mal was Gutes. Derbs ist auch nicht schlecht. Hauptsache, es macht Leben, ne? Das ist eigentlich so. Oh, Hexer. Nicht ganz die Teufel, für die man sie hält. Ja, auch ein nettes Buch. Ah, Mensch, also hier sind Haufen Bücher. Also ja, hier könnt ihr wirklich, wenn ihr gerne lesen wollt, hier über die ganze Witcher-Story, habt ihr hier die Gelegenheit dazu, weil ich von Triss immer die gar bisschen nicht angucken. Ihre Art, sie einfach auf den Boden zu werfen. Mhm. Also hier sind ein paar Ungereimtheiten, das erkennen wir schon. So, aber wir müssen ja jetzt ein paar Sachen erledigen, weil es geht ja jetzt richtig los mit Scheiterhaufen im Novigrad. Das haben wir ja schon anscheinend gelesen. Wir müssen jetzt Such am Marktplatz nach Dieben und folge ihnen vorsichtig. Und oder, ich denke mal, das ist ein oder,
Oder und. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen beides machen. Sprich mit Bettlern über den Bettlerkönig. Aber das können wir ja echt später machen. Wow, hier sehen wir auch noch was. Schöne Schemas. Waffenreparaturset. Ich glaube, das können wir schon wieder fast verkaufen. Ich habe so viele Reparatursets, die ich ja irgendwie doch gar nicht so benutze, wie ich mir dachte. Also ich würde sagen, wir machen jetzt... oh, ja. Jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz. Von wegen, wir machen jetzt was. Erstmal gucken, was jetzt kommt. Ah, ja, schon wieder eine zwielichtige Person. Oh, verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt. Dieb! Ja, jetzt muss ich bestimmt wieder hinterher rennen hier. Ist ja fast wie in Assassin's Creed, ja. Suche am Marktplatz nach Dieben und folge ihnen vorsichtig. Ja, wo ist er denn jetzt? Muss ich doch meine Hexersinne einsetzen? Ich hab gesehen, wie er was gestohlen hat. Eine beliebig hohe Abgabe an Redanien oder Exil? Ist das der jetzt oder was? Ah, hier, klar. Ganz einfach. So, Nu, ich hab den jetzt stehlen sehen. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran, ja. Der ist jetzt gerade vor mir spaziert. Aber okay, wir machen das jetzt wie Assassin's Creed hier. Bisschen langsam verfolgen und aufpassen. Ich weiß jetzt nicht hier, wie genau die das gemacht haben, aber ich denke mal, so schwierig wird es nicht sein. Almosen für die Armen. Hier sehen wir wirklich schon einige Quests. Also hier können wir wirklich noch viel spielen. Selbst in Novigrad gibt es ja hier noch tausende Quests. Hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Eigentlich wollte ich ja jetzt den Dieb folgen, aber jetzt kommt sowas hier, ne? Ja, also ich gebe ihnen erstmal Geld. Hier. Danke, barmherziger Mann. Willst du meine Geschichte hören? Ein andermal. Ich bin in Eile. Ah, das gehörte dazu, okay. Ich dachte... Na gut, dann sprechen wir mal später über den Bettlerkönig. Ich dachte, wir geben jetzt zuerst Geld und sprechen dann mit dem Bettlerkönig, weil das ja zu anderen Missionen gehört, aber anscheinend war das gekoppelt mit dem Dieb hier. Also ich glaube, wir können so nah ran wie möglich. Ich weiß es nicht. Weil das sieht mir jetzt nicht so aus, als ob das jetzt schlimm wäre, wenn man hier direkt hinter denen laufen würde. Ah. Ja, weiterverfolgen. Hast du schon die Neuigkeit vom letzten Renntag bei den Wegelboots gehört? Der Gesandte von Kovia hat einige Dörfer bei den Wegen. Macht ja nicht so. Erkunden wir auch gleichzeitig ein bisschen Novigrad. Sieht auf jeden Fall an manchen Ecken sehr schön aus. Ganz nett gemacht. Ja, das wird wahrscheinlich ein langer Schleichgang werden. Aber es ist ziemlich uninteressant jetzt hier. Muss ich ehrlich sagen. Das Hinterhergehen, das ist irgendwie jetzt nicht so Witcher-like, ne? Weil er halt ja auch kein Assassine ist und tralala, ne? Man macht das halt jetzt. Was suchst du hier? Sperrfänger, glaube ich. Vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Naja. Der Geralt, der meckert dann, wenn ich wahrscheinlich zu nah dran bin. Aber ob was passiert, das weiß ich nicht. Vielleicht ja. Aber das ist diese künstliche Einschränkung. Gefällt mir hier gerade nicht.
Vor allem, weil ja jetzt auch nichts passiert, ne? Man schläft ja fast hinter ihn ein, ja? Wie so ein kleiner Brummifahrer hier. Oh ja, okay. Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Also. Er ist jetzt stehen geblieben, oder? Nein, er ist dort hintergegangen. So, wir haben jetzt die Quest aktualisiert. Scheiterhaufen im Novigrad. Jetzt heißt es, finde das Versteck des Bettlerkönigs. Also war es doch eine Oder-Sache. Weil wir hätten auch mit den Leuten reden können. Und vielleicht das Versteck finden können. So haben wir die Dieben verfolgt. Und die haben anscheinend jetzt, ja, das Versteck des Bettlerkönigs für mich offengelegt. Also wir müssen jetzt da reingehen und dann geht es auch weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt hier, vor allen Dingen, wie das jetzt hier weitergeht und so weiter, oder zu anderen Spielen, dann bitte ein Abo da lassen. Dann werdet ihr auch immer rechtzeitig informiert. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.